Wer weniger verdient, profitiert von der Abschaffung der kalten Progression deutlich mehr. Das geht aus einer Untersuchung des Budgetdienstes des Parlaments hervor. Zu Gast im Studio der Presse ist Norbert Rierff. Herzlich willkommen. Hallo. Norbert, gleich vorweg, wenn wir über das Thema kalte Progression und deren Abschaffung sprechen, das ist durchaus kompliziert, insbesondere dann, wenn es darum geht, dass die kalte Progression nicht zur Gänze abgeschafft wurde. Wenn du das kurz bitte erklärst. Ja, kalte Progression ist so ein mühsamer Begriff, da schlafen schon allen Leuten die Füße ein. Ganz kurze Erklärung: Die kalte Progression entsteht dadurch, dass die Steuerstufen nicht an die Inflation angepasst werden. Das heißt, du bekommst heute mehr Gehalt, die Tarifstufe wird aber nicht angepasst. Das heißt, du zahlst dann auch mehr Steuern. Das bleibt da vielleicht unterm Strich weniger Geld sogar, wenn die Inflation noch dazu rechnest. Also bleibt real unterm Strich weniger Geld. Jetzt hat die Regierung, und dafür muss man sie wirklich loben, die Steuerstufen an die Inflation angepasst. Also die werden automatisch angepasst, aber eben nur zu 2/3. Und am Ende bleibt dem Österreicher mehr Geld und die Regierung hat weniger Einnahmen. Wir halten also fest, die Steuerstufen werden jährlich jetzt angepasst, aber eben nur im Ausmaß bis zu 2/3. Warum ist man diesen Weg gegangen? Die Politik gibt gern Geschenke und mit dem letzten Drittel kann sie Geld verteilen, kann auch, und das ist natürlich das Argument der Regierung, man will damit Handlungsmöglichkeiten haben, Handlungsspielraum haben, dass man mit dem Geld spezielle Personengruppen entlastet, anderen Menschen mehr gibt, anderen Menschen speziell fördert. Das war der Hintergedanke von diesem letzten Drittel. Wer profitiert jetzt von der Abschaffung der kalten Progression an sich am meisten? Naja, von diesem letzten Drittel hat die Regierung sehr viel an die Geringverdiener weitergegeben. Die Geringverdiener profitieren überproportional von der kalten Progression. Also alles zusammengenommen, die 2/3 haben alle davon was, alle Steuerstufen. Von dem letzten Drittel umverteilt von der Regierung profitieren primär die Geringverdiener. Bei der Mittelschicht bleibt es ziemlich gleich, wenn man das jetzt automatisch alle Stufen anpassen würde. Bei den Besserverdienern hätte man alle Stufen angepasst, hätten die natürlich besser abgeschnitten. Jetzt haben sie weniger davon durch diese Umverteilung des letzten Drittels. Beim Mittelstand bleibt es also gleich. Ja. Insofern interessant, weil der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner im Sommer gesagt hat, die Bundesregierung geht hier einen vernünftigen Schritt in Richtung Leistungsgerechtigkeit. Und die ÖVP sagte immer, Leistung muss sich lohnen. Das wäre ja eigentlich genau der Mittelstand, den man ansprechen würde. Das wäre der Mittelstand und das wären die Besserverdiener. Die Besserverdienenden verdienen ja nicht nur deswegen besseres Geld, weil sie einen besseren Job haben, sondern auch, weil sie mehr leisten. Die werden natürlich nicht entsprechend entlastet. Für die ist die Entlastung nicht zu 100%, sondern eben nur zu 2/3. Kann man darüber diskutieren, wie leistungsgerecht dieses System ist. Jetzt gibt es eben nicht nur den Unterschied, in welcher Steuerstufe man sich befindet, sondern interessanterweise auch, ob man Mann oder Frau ist. Was hat es damit auf sich? Naja, das hat auch wieder die Umverteilung mit dem letzten Drittel. Die Regierung hat, eigentlich würden die Männer mehr profitieren mit 59%, weil eben zum Beispiel Überstunden geringer besteuert werden. Die Regierung hat das ein bisschen umverteilt, hat mehr Geld an die alleinerziehenden Personen gegeben. Alleinerziehenden sind offenbar primär Frauen, die profitieren zum Beispiel bei der Alleinerziehung mehr als Männer. Bessere Besteuerung von Überstunden profitieren die Männer wieder mehr als die Frauen. Also es teilt sich auf den jeweiligen Bereich, ob Männer mehr profitieren oder Frauen mehr Aber Frauen profitieren. schlichtweg, weil die öfter in Teilzeit sind. Genau, auch deswegen natürlich. Ja. Gerald Loacker, Wirtschafts- und Sozialsprecher der NEOS, hat zur Abschaffung der kalten Progression gesagt, dass diese nur der Verzicht auf eine Steuererhöhung sei. Wenn man ihn jetzt richtig interpretiert, geht dem Staat eigentlich sehr viel Geld verloren. Wie viel ist das? Da geht ihm sehr viel Geld verloren. Ja, 7,8 Milliarden waren es mit dieser Umverteilung. Die Umverteilung war ein bisschen teuer, weil der Staat ein bisschen teurer, weil der Staat ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen hat, als die durch die kalte Progression hereingekommen ist. Man muss die Regierung wirklich dafür loben, dass sie die kalte Progression abgeschafft hat. Das ist von vielen, vielen Regierungen viele, viele Jahre lang immer wieder versprochen worden. Umgesetzt hat es niemand. Jetzt hat es die ÖVP-Grün-Koalition umgesetzt, hat die kalte Progression abgeschafft, verzichtet damit auf sehr viel heimliche Steuereinnahmen. 7,6 Milliarden waren es konkret, 7,6 ein bisschen drüber. 7,6 Milliarden, das ist schon sehr viel Geld, da kann man schon sehr viel anfangen. Und andere Regierungen haben mit diesem Geld dann immer vor Wahlen eine Steuerreform gemacht und den Menschen das Geld wieder so zurückgegeben. Jetzt kostet insgesamt sehr viel Geld, aber es kostet auch Geld, weil eben dieser Modus, den wir vorhin schon besprochen haben, nämlich mit dieser Drittellösung gewählt wurde. Was kostet das mehr als zum Beispiel eine automatische Vollanpassung? Die automatische Vollanpassung wäre, ich glaube, um knapp 200 Millionen billiger geworden.
konkret 187 Millionen kostet es mehr, dieses System mit 2/3 automatisch, 1/3 durch die Regierung, weil die Regierung eben zusätzliches Geld in die Hand genommen hat. Durch die kalte Progression sind hereingekommen 7,6 Milliarden und 7,8 Milliarden waren es jetzt insgesamt, die Regierung umverteilt hat. Dankeschön für deine Einschätzungen. Danke. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen.